Wie geht's? Weiter geht's. Cryptcrawler. Und es geht tiefer. Aber ich hätte nicht gedacht, dass diese Map so lang ist, ne? Ja, krass, was ist das denn da vorne? Die sind auf jeden Fall wieder die harten Banger am Stissel. Oh, oh. Oh, ja, Quick Death. Quick Death, wenn die Leute nicht sterben. Oh. Ich habe einfach so wenig Leben. Hier ist wieder so ein Fackel. Und ich regeneriere nicht. Nice. Ach, als ob hier kein Geheimraum ist. Das sieht krass aus, was auch immer das ist. Oh, nein! Okay, ich habe noch nicht verloren. Wo gehen wir als erstes hin? Hier hin. Level up! Oh krass, das macht einfach instant das Leben voll. Und diese Sentinels. Ich glaube, ich darf nicht mehr auf die zugehen. Ansonsten automatisch tot. Versteckte Türen. Nein, keine. So. Oh, das ist noch so ein Dämonik-Teil, Alter. Okay, benutze ich den mal. Der macht nämlich noch mehr Schaden. Ich brauche mal so ein Tonic-Ding hier. Gluck, 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 gluck. Dann gehen wir jetzt hier rein. Ah, hier ist wieder ein Shop. Oh, hier gibt es Heroik-Sachen, ne? Hier gibt es auch vor allen Dingen alle Feuerwerke. Nice. Okay, hier werden wir uns nachher, glaube ich, noch ein bisschen vergnügen. Dann mache ich zuerst mal die anderen Gänge. Da vorne ist auf jeden Fall einer Royal Guard. Okay. Ich glaube, der haut nochmal richtig böse. Also er hält auf jeden Fall richtig böse was aus. Ah, nur 1,5 Herzen. Okay. Aber habt ihr gerade gesehen, wie viel er ausgehalten hat? Und er hat seine Waffe gedroppt. Das freut mich natürlich. Schauen wir uns die mal an. Wo ist er denn? Hä, der hat. Ihr habt doch selbst gesehen, dass er gerade seine Waffe hier gedroppt hat, oder? Ich verstehe das nicht. Kiste, noch ein bisschen XP. Ach, das Ding. Magic Key. Hold this in front of the magic barrier to break the barrier. Ach, das ist... Ah, das Blaue ist so eine Barriere. Okay. Dann habe ich es verstanden jetzt. So, nochmal so ein Schildding. Hier ist nichts mehr. Kein Raum. Nö. Gut, dann gehen wir jetzt hier noch rein. Und dann... Oh. Das war so ein Kreisding. Das heißt, wenn uns gleich ein bisschen Gold fehlt, dann müssen wir einfach nur ein bisschen farmen. Und dann haben wir was auch immer wir wollen. Boah. Nein, ich habe jetzt einfach wieder 500 Gold weg. Ah. Immerhin hat er einen Potion gedroppt. Oh, ich glaube, ich habe Inventar voll. Tatsächlich. Dass das geht. So.
Wie geht's dir eigentlich? Korrekt. Dass du hier chillst ein bisschen mit mir. So. Okay. Inventar aufräumen. Weg, weg, weg. Magic Key brauche ich auf jeden Fall noch. Komm, hier Pfeile können wir einige weg. So. Die Rüstung. Hole ich mir die. Item Guide. Heroic Shop. Ach, guck mal, ich habe gar keine Rüstung. Dann ja. So. Jetzt sehen wir ja schon fast aus wie ein König. Holen wir uns hier auch Waffen? Looting 1 auf jeden Fall. Neun Damage und 5 Movement. Unbreakable. Macht auf jeden Fall alles 9 Melee Damage, außer das Schild. Okay, den Bogen tausche ich auf jeden Fall auch mal aus. Hier, für den hier. Waffe, holen wir uns eine andere Waffe. Müssen wir eigentlich, ne? Ja, wir holen uns diesen Dagger. Oder warte, was macht das Schwert? Ah, das macht dich schneller. Komm, ich nehme das Schwert. Was soll der Geiz? So, sonst noch was? Was ist hier? Birds? Ach, eine Maske einfach. Was kann die? Scheiße, jetzt habe ich natürlich kein Gold mehr. Egal. Hier kann man sich auf jeden Fall noch Level kaufen. Ich glaube, das mache ich auch, wenn ich jetzt hier kein Level abbekomme. Oder warte, ich kann doch einfach... Ha! Guck mal hier, ich gehe einfach nebenan. Es geht ab. Du Fackel. Komm, so kriege ich noch das Gold für diese Maske zusammen. Und noch Level für ein Level up. Level up. Guck mal, ich brauche gar nicht mehr so viel Gold. Boah, ich krieg echt wenig Schaden im Moment. Wenn das so bleibt, cool. So. Sterb doch jetzt. Oh. So, reicht. Oh. Mir die Maske noch. Mal gucken. Kann die? Oh! Nehme ich. Juhu! Das ist nämlich der Kopf von dem Map-Ersteller hier. Wie gesagt, Map, wenn ihr die selber spielen wollt, ist in der Videobeschreibung. So, dann können wir jetzt hier nochmal... Ah, ich behalte die trotzdem mal. Knochen können da weg und dieses Rotten Flesh auf jeden Fall. So. Und in der nächsten Folge geht's dann ab hier durch diese Barriere, was auch immer da unten sein mag. Ah, wie geht's? Und vielleicht wird's der letzte Part, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, meine Freunde, bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss.